Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und heute wollen wir uns mal der Frage stellen, ab wann geht eigentlich Queen Walk oder Queen Charge nach wie vor? Also es gibt ja kleinere Veränderungen, beziehungsweise Veränderungen gibt es eigentlich nicht, aber es streiten sich immer gern die Geister. Wie viele Helden nimmt man eigentlich mit? Nicht wie viele Helden, oder Leute. Wie viele Heiler nimmt man eigentlich mit? Ich habe gestern im Livestream gehört, der eine oder andere sagte, ey, hast du keinen fünften Heiler? Nein. Bei Rathaus Level 9, glaube ich, kriegst du mit dem fünften Heiler ein Problem, ein Platzproblem. Denn ihr seht, was ich für eine Armee ausgebildet habe. Und wenn ich jetzt noch einen fünften Heiler mit reinnehme, dann sind das nochmal zwei, drei Loons weniger. Irgendwann hast du gar keine Loons mehr, weil du nur noch Heiler dabei hast und andere Sachen, also Cleanup vielleicht oder so. Deswegen glaube ich, ist mit vier Heiler so als Rathaus-Level 8, 9 und 10 auch noch, denke ich, kommt man noch ganz gut hin. Ab Rathaus-Level 11 nimmt man, glaube ich, einen fünften Heiler. Aber wir wollen ein bisschen was live machen und ich mache den Queen Charge oder Queen Walk tatsächlich ab Queen Level 5. Denn dort hat sie ihre Fähigkeit. Bei meinem kleinen Fry hier haben wir eine 10er Queen, die müssen wir jetzt auch nicht pimpen. Was ich aber gesehen habe, ich muss etwas umdisponieren gerade hier. Ich wollte eigentlich die 8 machen, denn die 8 ist, ja, okay, ich wollte eigentlich die 8 machen. Ich kann sie noch machen, ja, allerdings nicht mehr mit Fry. Fry hat schon einen Angriff, glaube ich, hinter sich. Ich habe noch einen Attack remaining und deswegen muss ich erstmal die 11 machen. Lela hat ihn nicht ganz gepackt mit Drachen. Muss ich mal sehen, wie wir da eigentlich vorgehen können, beziehungsweise wie wir uns den Weg hier Richtung Queen bahnen und vielleicht auch noch den einen oder anderen Feger mitnehmen. Ich gehe mal rein. Wäre natürlich ganz schick, wenn wir auch noch eine Luftabwehr oder sowas schaffen. Aber die Feger sind mir eigentlich, ich weiß nicht, sind mir die Feger wirklich so wichtig? Na egal, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein und ich muss mal immer gucken, wo ich mein King eigentlich so entsende, damit mir die jetzt nicht ganz so quer laufen hier. Ich kann hier aber schon mal einen Laki setzen, denke ich mal. Und hier vielleicht auch einen Bogenschützen. Ja. Wir nehmen hier auch noch mal Magier, schuldig. Kein Bogenschützen, Magier, Mensch, Magier, Toto. Ja, ich weiß. Ich weiß, ein Magier. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen laut für euch, oder? Oder ist es nur so laut für mich? Wahrscheinlich nur so laut für mich, okay. So, das Lager noch eben gepackt. Und dann können wir schon mal die ersten 1, 2, 3, 4 Mauerbrecher hier mal reinziehen. So, da geht's rinne. Da kommt die Clanburg. Die können wir eliminieren. Und ich denke mal, wir kriegen gleich auch noch die gegnerische Queen, damit uns hier das Ganze nicht so hart aus dem Ruder läuft, würde ich sagen. Nehmen wir hier den King noch mit rein. Ah, jetzt gehen die nach dahin. Okay, Queen muss weg. Luftabwehr, mal sehen, wo die Queen noch hingeht. Okay, die geht nach da. Oh, dusselige Kudo. Oh, jetzt habe ich sie schon wieder beleidigt, aber Dusselige Kuh ist natürlich eine Anekdote aus einer alten Serie. Und auch gestern ist mir die Queen schon so abgeranzt hier. Die läuft dem Arsch von den Dicken hinterher hier. Ich weiß gar nicht, was an dem so schick ist, echt. Naja, okay, sie nimmt halt die Gastgeschenke nicht an, aber wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen das Nötigste zu machen. Mal sehen, ich nehme hier mal die Max Loans, würde ich sagen, und einen Hund. Und dann können die dort schon mal große Luftabwehr machen. Nehmen wir hier den anderen Hund und ein paar Loons hier. Ja, ich weiß, es geht jetzt gegen den Feger, aber was willst du machen? Ein Tod muss ich hier jetzt gerade sterben. Ich weiß, es geht hier gegen den Feger. So, bisschen schon mal für Cleanup sorgen hier. Einmal, zweimal, dreimal. Eins, zwei, drei. Oh, der hat... Oh Mensch, das schockt mich jetzt aber. Weißt du, diese schwachen Luftabwehren und diese schwache Restdef, aber er will mich hier mit dem Troll-Teslas pimpen. Wie lächerlich. Wie lächerlich. 48 Sekunden. Ich habe noch wieder drei Hunde über. Ah ne, drei Hunde jetzt nicht, aber es müsste eigentlich reichlich reichen. Und vielleicht geht ja noch der Lava-Hund aus, aber oder auf, aber ich glaube nicht. Dafür ist die Base einfach zu schwach, dass sie jetzt noch den Lava-Hund schafft. Und was immer... Das ist... Queen, was willst du machen da? Queen! Ach nee. Komm, lass das jetzt nicht wieder ein Timefail werden. Aber das müsste eigen... Nein! Und die dusselige Kuh dahinterher, ey. Ich kotze! Naja, okay.
Toto, bleib ruhig. Ja, ich bleib ruhig. Ich bleib ganz ruhig. Ich bleibe ganz ruhig. Ja, ja, ich bleib ganz ruhig. Ich bleibe ganz ruhig. Ich baue die doch einfach nochmal nach. Okay, wir gehen mal auf den nächsten Account, der das Ganze bringt. Oh, wie knapp. Ja, toll, oh, wie knapp. Wie knapp. Die scheiß Bauhütte da unten nicht gesehen, ey. Ich habe jetzt noch 3 Angriffe, Leute. 3 Angriffe, die wir machen müssen. Und wir müssen möglichst viele Sterne holen. 2 mit 2 Socken. Und dann habe ich nur noch den Toto. Oh, das wird eine ganz enge Kiste, weil wir haben auch noch eine komplett offene Base hier. Aber das ist auch das ist mal wieder super witzig hier. Unser Workly Monkly hier, jawohl, ne? Neu im Clan, bloß nichts mitmachen. Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich auch eine tote Base. Also, weißt du, kommen und gehen. Kommen und sofort wieder gehen. Echt. Okay, der Flens macht erstmal die 13. Aber ich muss jetzt mit dem 2 Socken die beiden Bases hier machen. Und dann habe ich noch einen Angriff mit Toto. Den muss ich da setzen, wo ich am meisten Sterne mache. Also das hat mich jetzt schon ein bisschen gewurmt. Aber wir wechseln erstmal gerade auf den 2 Socken. Stimmt gar nicht. Ich habe noch einen Angriff mit Lela hier offen, sehe ich gerade. Und aber hier müssen wir noch ein bisschen bauen. Okay, da müssen wir noch eben ein bisschen bauen. Wir usen die mal. Und ich habe doch noch einen Angriff offen hier mit Lela. Okay, da kann ich dann einmal nicht egal, sondern wir nehmen mal Bola, Gift und lassen uns das eben mal spenden hier von so einem High-End-Account. 1, 2, 3, 4, 5. So, oh wie knapp, ja, oh wie knapp, oh wie knapp, oh wie knapp. Ah, ich könnte schon wieder kotzen. Ich kann den nicht nochmal mit Leder machen, das ist jetzt mein Problem, weil ich den schon einmal mit Leder gefehlt habe. Deswegen muss ich jetzt mit Irse hier etwas höher ran. Jetzt muss ich mit ihr etwas höher ran. Auf die nächste höhere. Aber immerhin, Flens hat hier schon mal 2 Sterne geholt. Und als Rathaus Level 8 wird er das gemacht haben. Also da kann ich nicht mehr mit Lela ran. Und hier den von Mox. Mal sehen, die Base ist jetzt auch nicht so. Die ist auch nicht so gut. Ich meine, okay, meine Hox. Mal sehen, wie gut meine Hox jetzt funktionieren. Es kann sein, dass die jetzt auch mal so richtig querschlagen. Aber ich gehe noch mal eben in mich und dann machen wir den Angriff ganz sicher auch noch live und danach auch noch welche live. Okay, Leute, wir sind wieder on the road. Nächster Angriff hier heute, ganz harte Rathaus 9 Power, obwohl die ja gestern auch schon war. Aber macht nichts. Ich wollte einfach in den Dörfern bleiben und ich gucke mal, wie wir den hier jetzt machen könnten. Ich gucke mal 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 von denen, 2 von denen, ja. Okay, jetzt ist kein Queen Charge. Es ist jetzt gar nichts von dem. Und ich wollte mal eben gucken, ob ich die Clanbook nicht hier doch gelockt bekomme. Ah, wir bekommen die Clanbook gelockt. Das ist cool. Und die Queen ist da hinten. Wir nehmen aber trotzdem jetzt unseren Golem hier rein. Ich weiß, der geht jetzt erstmal auf die Kanone dort. Das macht aber nichts. Ich muss nur reichlich Magier da hier haben, dass ich hier in die Base reinkomme, ein paar Bowler und ein paar Mauerbrecher noch. Denn die Magier sollen in jedem Fall die Clanburg schaffen, das schaffen die auch. Und ja, Alter, wo sind meine Mauerbrecher? Wie weit gehen die? Die schaffen auch noch die Queen hier. Ich nehme die mal in Wut. Jawohl, bam. Auch nicht schlecht. Das war's für die Jungs. Okay, dann kann ich jetzt meine Hock schicken. Und jetzt darf ich auf gar keinen Fall hier mein Cleanup vergessen. Beziehungsweise hier die Heilzauber-Queen fix mal gezündet. So, Queen hat Cleanup schon gesetzt. Hat er irgendwelche Fallen hier? Hat er scheinbar nicht. Hier kommt der nächste Heil. Und dann können wir hier mit den Magiern schon rumgehen. Da setzen wir auch noch einen. Ich glaube, die kommen da nicht ganz mit hin. Nächster Heilzauber hier beim nächsten Flächenschaden. Aber der ist hier. Oh, shit, shit, shit. Eieiei, der Bombenturm noch. Der Bombenturm noch. Aber, oh, meine Queen da, was? Meine Queen hat den geschafft. Und wir haben hier nochmal Skelette an der Hacken. Okay, die machen wir aber eben weg. Einmal die noch. Und noch die Lager dort. Oh, das müssen. Ja, das sind 3 Sterne. Mann, Mann, Mann. Okay, das sind 3 Sterne. Ich wechsle jetzt gleich aufs nächste Dorf. Denn ich habe ein bisschen Zeitnot.
was Angriffe angeht hier. Aber wir wollen auch endlich mal wieder ein CK gewinnen hier und könnten das eigentlich ganz gut schaffen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt noch 3 Angriffe. 2 mit 2 Socken und 1 mit dem Toti. Also mit ihm hier. Ich traine mal eben quick nach. Allerdings sowas nicht hier. Das ist mir im Moment dunkles, obwohl eigentlich kommt ein bisschen zum Üben. Können wir ja ruhig machen. Also wir springen auf den 2 Socken und machen unsere nächsten Angriffe. So, der 2 Socken muss eben noch anfordern. Loons Gift. Die möchte ich auch ganz gerne etwas Dollar haben. Gift und ein paar Loons. So, ja, jetzt muss ich wirklich den einen dort noch ein bisschen ausnocken, hätte ich fast mal gesagt. Das wurmt mich. 97% waren es aber eben. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier habe ich ein kleines bisschen Cleanup mit ein bisschen weniger. Aber ich habe natürlich schon eine Queen, die ein bisschen besser walken kann. Also ich habe schon eine Queen, die ein bisschen besser walken kann. Und dann nehmen wir uns erstmal die 11. Also hier müssen jetzt alle Sterne gemacht werden. Attack, ich weiß jetzt, wie es geht. Oder auch, wie es nicht geht. Also ich weiß jetzt, wie man failen kann. Und ich weiß, wie man hier so eine Bauhütte in der Ecke vergessen kann. Das vergesse ich diesmal nicht so. Da habe ich jetzt schon mal 3 von denen. Und dann nehmen wir die Queen hier. Die kriegt jetzt so kleinen Beschuss. Und auch hier nehmen wir hier schon mal einen von denen. Da können wir auch wieder das Lager wegmachen. Und hier nehmen wir auch einen Magier, glaube ich, ruhig mit rein. Dass die Queen uns hier jetzt nicht gleich wieder abhanden läuft. Mal gucken. So richtig Beschuss gibt es ja noch nicht. Und meine Mauerbrecher müssen allerdings nur in Wut durch die Mauer gehen, dass ich die da aufkriege. So, der Anfang ist exakt der gleiche. Allerdings habe ich jetzt schon eine Queen mit dabei, die dort schießt. Und meine nächsten Mauerbrecher gehen auch wieder auf die Mauer drauf. Okay, dann nehme ich aber diesmal den King. Dann nehme ich jetzt diesmal den King in die Pflicht. Okay, dann nehme ich diesmal den King in die Pflicht. Denn meine Queen wird wahrscheinlich wieder... Ja, ist klar, die geht wieder nach da. Okay, dann muss der King holt doch die Luftabwehr da. Ah, auch der holt mir die Luftabwehr nicht. Sehr ärgerlich, muss ich mal so sagen, sehr ärgerlich. Aber der Magier hier, der könnte sich die Luftabwehr holen. Macht er auch, dann kann ich jetzt nämlich meine Loons hier schon ein bisschen anders schicken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und die Hunde hier Richtung 1, 2, 3, 1, 2, 3, Richtung den Luftabwehren. Und hier hinten holen wir mal die dicken Loons raus. Wir haben noch nicht einen einzigen Eilzauber genommen. Ich weiß, wir müssen jetzt wieder gegen die Uhr kämpfen hier. Aber ich nehme hier jetzt mein Cleanup mal rechtzeitig. Und in der Mitte habe ich jetzt zwar... Na, habe ich da noch ein paar Loons? Nein, ich habe gar keine Loons mehr in der Mitte. Junge, Junge, Junge. Doch, ich habe genug Loons, Leute. Passt schon, passt schon, passt schon. So, der drückt mich da auch nach außen. Perfekt. Gut. Queen gezündet. Alter, manchmal zweifelt man an sich selber, an den leichtesten Bases hier, aber ich habe halt, vor allen Dingen mit Lela habe ich noch keine Lava-Hunde ausgebildet. Sonst hätte ich da auch einen Gola Loon, kein Gola Loon, sondern Queen Charge Loon drauf gemacht. Also nächster 3 Sterne-Hype. Und damit seid ihr jetzt auch wach. Aber exakte gleiche Armee trainiere ich direkt nach. Denn ich habe die Queen da, ich habe 3 Minuten noch dort den King in Training. Dann könnte ich eigentlich auf einen Toti wechseln. Aber ich weiß noch nicht, wen ich mit Toto machen muss. Also machen wir erst noch einen kurzen Dauercut von 6 Minuten 45. Okay, Freunde, jetzt kommen die schweren Bases. Okay, Luftabwehr hat er jetzt nicht wirklich. Das sind Luftabwehrchen. Aber egal, wir machen den. Und ich habe da nachher noch einen Angriff offen. 666, grün, grün, grün. Alles green hier. Ich bin auch hart am Boosten, dass ich das hier packe. Hatte ich irgendwie doch weniger Zeit heute, habe ich festgestellt, als dass ich eigentlich Zeit habe. Naja, egal. Wir gucken mal, dass wir hier jetzt funneln können. Mal sehen, wo die Queen so ein bisschen lang geht. Einmal nach da, einmal nach da. Hier setzen wir mal 2 Minions. Und dass die so ein bisschen bei uns mit im Geschehen bleibt. Mauerbruch war in Ordnung, glaube ich. Der Mauerbruch war in Ordnung. Die kleine Queen kommt uns entgegen. Aber ich denke mal, das ist noch nicht alles gewesen dort an Clanburg. Und erstmal die Queen machen. Und den einen Loon machen wir auch. Ja, den machen wir auch. So, mal sehen, wo der nächste Mauerbruch hingeht. Oh, der geht besser. Der nächste Mauerbruch geht besser. In der Tat. Und jetzt kommt auch die richtige Clanburg hier raus. Okay.
Jetzt kommt auch die richtige Clanbuch raus. Ich dachte schon, die kommt nicht. Alles klar. So, wo gehen wir jetzt weiter lang? Mal gucken, wo die Queen hingeht. Ein Feger wäre noch ganz schick, wenn die das schafft. Erstmal soll sie das packen dort. Und ein X-Bogen ist auch in Ordnung. X-Bogen ist auch in Ordnung. Mal sehen, ob die jetzt nach rechts oder nach links geht. Erstmal den Feger machen. Perfekt. Und es wäre natürlich schön. Okay, sie geht nach unten. Alles klar. Das ist immer dann ganz entscheidend für meine, eigentlich für meinen weiteren Werdegang. Aber wir nehmen den weiteren Werdegang. Wir nehmen den langen Weg, Leute. Wir nehmen den langen Weg in jedem Fall. Und nehmen hier mal unseren King. Der kann auch mal ein bisschen was tun für sein Geld. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt haben wir hier eigentlich alles rumrum. So, Clean hat mich vergessen, Toto. Und ja, ich hoffe, dass ich gleich noch wenigstens einen geplatzten Lava-Hund habe. Hier in der Base. Wäre ganz schick. Denn wenn jetzt gar nichts mehr hochgeht, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass dort meine Loons nicht ganz durchkommen. 1, 2 da. Hat er irgendwas in den Ecken? Nein, hat er nicht. Okay. Ich dachte gerade wieder. Okay, die kann ich hier unten noch nicht setzen, den Cleanup. Kann ich jetzt erst setzen wegen dem Minenwerfer. Ein da. Queen gezündet. So einfach geht's. Ja, okay, die Base war jetzt auch wirklich nicht gut. Wie viele Lava-Hunde habe ich noch über einen? Oh ne, ich habe ein paar Welpen da. Okay, ich habe noch ein paar Welpen da. Aber vielleicht versteckt sich da doch noch ein Lava-Hund. Ah, ich glaube doch nicht. Alles klar, erstmal den King hier unten an die Wäsche gehen. Oder der Queen. Ist eine Queen, okay. Aber ihr merkt schon, Leute, je höher die Helden sind, desto einfacher geht es um Queen Charge. Desto einfacher geht es um Queen Charge oder Queen Walk. Aber das war jetzt ein Queen Charge, der soll in die Base reingehen. Ein Queen Walk geht immer außen rum. Und ich finde, es ist wirklich eine extrem gute Armee, wenn man so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen beherrscht oder kann, aber gerade hier so ein Queen Charge Lalo im Ratus 9 Bereich ist unheimlich stark. Und je höher du deine Helden hast, desto einfacher geht natürlich sowas. Hier braucht ich, glaube ich, gar nicht so die hohen Helden haben, aber 2er Lava-Hund und 6er Loons machen hier dann schon einiges. Okay, wir gehen auf den Toti, der macht heute den Abschluss hier. Jetzt habe ich euch, glaube ich, schon abgeschnitten. Der macht den Abschluss hier im Ratus 9 Bereich heute, dann reicht es mir aber auch. Und so, ich gucke mal, was die geeignete Base ist. Ein Stern könnten wir noch machen. Die Nummer, ach komm, den haben wir heute schon mit Hox überlaufen, okay. Den haben wir schon mit Hox überlaufen, da kriegen wir sicherlich auch einen Queen Charge hin. Feger, Queen. Oh, ich denke auch so eine Base geht ganz gut. Das Passing für die Loons ist unheimlich gut und auch für die Hunde, weil die Luftabwehren so schön, ich nenne es mal so, nicht parallel stehen, aber hier können halt die Loons immer sehr, sehr schön fliegen. Von einer Defensive zur nächsten und auch die Lava-Hunde und fliegen da nicht kreuz und quer durch die Gegend. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man gegen so eine Base kämpft. Allerdings muss ich jetzt mal gucken. Lufttruppen kommen nicht raus, wenn Luft rauskommt. Also nehmen wir noch einen Hock hier rein. Warte mal, einen Hockrider. Tauschen nochmal einen Loon. Ne, wir können sogar zwei Loons tauschen. Ich nehme nochmal, glaube ich, einen Magier mehr mit. Und noch einen Bogenschützen. So machen wir das. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Passt. Perfekt. Dann sind wir ready, können reingehen in den letzten Angriff. So, wir gehen mal rein. Einmal nochmal gescoutet. Einmal ja, auf Scout geklickt, Toto. Passt so. Und dann gehen wir den auch an. Mal sehen, ob wir hier noch den letzten Stern rausholen. Habe ich grün. Noch Cleanup, 4 Heiler. Ja, reichen nach wie vor im Rathaus. 9 Bereich. Okay, wir gehen hier rein. Von der Seite, wo die Queen ist und holen uns jetzt erstmal die Clanburg. Ich glaube, hier konnte ich die. Ah nein, da konnte ich die nicht locken. Toto, du bist ein Honk. Okay. Eingesehen. Ich hab's eingesehen. Toto ist ein Honk. Alles klar. Naja, okay. Dann muss es halt auch anders gehen. So, erstmal da weg und ein paar Mauerbrecher hier reingefletzt. Passt so. Den King setze ich jetzt mal hier, dass mir die Queen nicht wieder abhaut. In eine Ecke, wo ich sie nicht haben möchte. Da muss die Queen jetzt erstmal weit latschen. Okay, damit ich die Clanburg rausbekomme. Mal sehen, ob meine Mauerbrecher das machen. Ob meine Mauerbrecher nicht dahin gehen, wo die Clanburg gelockt wird.
Okay, dann muss die Queen noch ein bisschen weitergehen, alles klar. Mein King habe ich schon gezündet, perfekt. Aber die Clanburg ist noch nicht draußen. Ich weiß nicht, was drin ist, Leute. Ich weiß im Moment nicht, was drin ist. Hier können wir schon mal den Magier setzen, dass das Lager ein bisschen schneller down geht. Und, naja, okay, also es läuft eigentlich noch wie geplant. Es läuft noch wie geplant. Das Problem ist nur, die Clanburg kommt jetzt nicht. Komm, Queen, geh mal ein bisschen nach vorne. Okay, jetzt geht sie nach vorne. Wir können natürlich auch mal mit dem Loon antesten, was hier so rauskommt. Aber bei den Loons kommen halt keine Lufttruppen raus. Das ist das Problem. Bei den Loons kommen keine Lufttruppen raus. Ah, jetzt kommen sie. Alles klar. Jetzt kommen sie. Perfekt. Einmal hier gegiftet. Und dann kann ich jetzt endlich meinen Part von hier aus gegen die Luftabwehren antreten. Denn meine Queen müsste das da eigentlich schaffen, oder? Schafft die das? Genau weiß ich es jetzt nicht. 1, 2, 3. Oh nein. Oh doch. Queen hat es noch gepackt. Okay. Meine Queen hat das noch geschafft. Perfekt. Alles klar. So, hier nehmen wir ein Eil. Eine Minute schon wieder rum. Das ist schon wieder eng. Und hier ein Eil. 1, 2, 3. Clean up, Toto. Sieht noch ganz entspannt aus. Ja, was heißt entspannt? Entspannt ist hier gar nichts. Aber hier ist noch ein Lavahund. Der fliegt jetzt nach dorthin weiter. Dann nehmen wir hier den nächsten Eil. Und hier hinten können wir noch einen Laki setzen. Und ich glaube, da können wir schon mal unseren Magier packen. Ich kann immer noch nicht mein Clean abpacken hier. Okay, oh, das wird wieder ganz, ganz eng. Das wird wieder ganz, ganz eng, Leute. Der letzte Lavahund geht nicht auf, oder? Oh, aber ich habe genug, ich müsste eigentlich genug Welpen in der Base haben. Und ich habe vor allen Dingen einen heilenden. Oh nein, komm. Jetzt ab in die Mitte. Leute, da hinten noch das dicke Lager wegmachen. 21 Sekunden. Der King stört da. Der King stört da. Der King stört da. Komm, macht mal ganz schnell das Ding da. 12 Sekunden, 11 Sekunden. Ach komm, nicht wieder ein Timefail. Nicht zwei Timefails in einer. Nicht zwei Timefails in einer Folge. Das könnt ihr mir nicht antun. Okay. Das Spiel tut's mir an. Alles klar. Nur wegen dem Schweinereiter am Anfang. 42, 38. Der Gegner muss 4 Sterne machen, um erstmal an uns ranzukommen und danach vor allen Dingen noch die Prozente hier zu reißen. 4 Sterne, das heißt also hier 3. Könnte ja so sein und hier noch ein. Dann wäre er vorne, dann hätte er nur 3 Sterne. Allerdings habe ich ein bisschen Hoffnung, dass der Kollege hier nicht angreift. Denn der scheint ein bisschen offline zu sein. Oder ist er aufgewacht? Ne, der ist ein bisschen offline. Vielleicht haben wir ja Luck. Aber 2,99er Leute in einer Folge, das geht eigentlich gar nicht. Naja, was willst du machen? Ich will mich mal nicht beschweren. Okay, aber ihr habt gesehen, zu was Queen Charge möglich ist. Also von kleinen Helden zu großen Helden mit passenden Truppen geht in jedem Fall so ein bisschen was. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt bei diesem Leiden hier heute auf Rathaus 9 und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir werden uns in jedem Fall in einigen Livestreams sehen. Bleibt gesund. Danke, euer Toto. Clasht.